In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Laufzeit von eurem Akku verlängern könnt. Und zwar könnt ihr da folgende Dinge tun. Zum einen könnt ihr unter Einstellungen die Helligkeit dimmen. Und zwar braucht ihr nicht euer iPhone unbedingt ganz, ganz hell einstellen, sondern es reicht auch völlig, wenn ihr das Ganze hier ungefähr auf die Mitte einstellt. Das schont logischerweise den Akku. Dann könnt ihr die automatische Sperre einstellen, und zwar die Zeit, wann die automatische Sperre aktiviert werden soll. Eine Minute ist natürlich am Akku schonendsten. Nie ist natürlich sehr energieverschwenderisch. Ich habe es jetzt hier auf 2 Minuten eingestellt, das geht noch. Dann, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr es nicht unbedingt braucht, ist das Bluetooth zu deaktivieren. Das kann nämlich auch ganz schön Akku fressen. Dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr mit eurem iPhone unterwegs seid und das Ganze läuft über dem 3G-Internetverbindung, dann könnt ihr diese automatische Wi-Fi-Suche deaktivieren, denn euer iPhone ist ja ständig bemüht, wenn ihr unterwegs seid, eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen. Da erscheint dann immer dieses Pop-up mit den verschiedenen Wi-Fi-Möglichkeiten. Wenn ihr das hier deaktiviert, dann sucht das iPhone nicht automatisch. Und wenn diese Suche nicht im Hintergrund läuft, dann frisst das natürlich auch keinen Akku. Im Gegensatz, wenn ihr zu Hause seid, dann könnt ihr das Wi-Fi natürlich aktivieren, dass das Ganze mit eurem WLAN verbunden ist von zu Hause aus. Da würde ich euch dann empfehlen, unter Allgemein und Netzwerk das 3G einfach zu deaktivieren, denn wenn das 3G im Hintergrund läuft, frisst das natürlich auch Akku. Was ihr dann noch machen könnt, um den Akku zu schonen, ist die Programme oder beziehungsweise die Apps, die ihr gestartet habt und nur durch das Drücken des Home-Buttons beendet habt, die laufen ja noch im Hintergrund. Und zwar könnt ihr die dann beenden durch zweimaliges Drücken der Home-Taste. Dann erscheint hier diese Multitasking-Bar, und durch Drücken oder beziehungsweise durch Halten einer App beginnt dann die komplette Leiste zu wackeln. Und wenn die Apps dann wackeln, ich habe jetzt hier nur eins, bei euch sind es vielleicht ein paar mehr, könnt ihr hier durch Tappen auf dieses Minuszeichen die App soweit beenden, bis die Leiste hier leer ist. Und je leerer die Leiste, desto mehr wird der Akku natürlich geschont.